Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, wie ihr schon seht, ich war bei DM und möchte euch gerne mein Haul zeigen. Tatsächlich habe ich einiges auch für ein Projekt, oder für zwei Projekte vielmehr, die ich plane, geholt. Also das ist einmal ein Tauschpaket und es ist einmal ein Hacks-Video. Und dafür brauchte ich ein paar Dinge und ja, dann bin ich so durch den DM geschlendert und dann habe ich noch das ein oder andere mitgenommen, wie das dann halt so ist, ne? Ihr habt eine Einkaufsliste und dann wandert doch viel mehr in den Einkaufskorb. Stimmt mal hier oben ab, ob ihr mit einer Einkaufsliste einkaufen geht oder ohne. Bin ich gespannt. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Da ich mir vorgenommen habe, die ganzen Hauls und Aufgebrauchvideos und so etwas kategorisierter zu gestalten, werde ich jetzt erstmal die ganze Tüte ausräumen, auf meinem großartigen Tisch hier ausbreiten und euch dann nach und nach zeigen. Ja. So, dann habe ich jetzt alles hier einmal sortiert und auf meinem Tisch stehen und dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar möchte ich erstmal starten mit der Kategorie Hund. Ich habe hier für Sammy drei verschiedene Nassfutter mitgenommen. Da kriegt er immer so ein halbes davon und das vermische ich dann mit seinem Trockenfutter. Kriegt er dann aber auch nur einmal am Abend, ne? Also nicht morgens, sondern nur abends. Da habe ich einmal alles von DM Dein Bestes, reich an Huhn und mit Reis klassisch. Gut, das ist jetzt für Senior, aber Huhn und Reis liebt Sammy total, deswegen durfte das auch mit. Das ist auch ohne Zuckerzusatz, das ist ganz gut. Da ist zwar ein bisschen Getreide drin, also das ist in dem Sinne 4% Reis, aber Reis ist ja auch gut, weil Sammy ja immer das Problem hat, dass er auch einen Reflux hat, sprich, dass er immer Sodbrennen hat und manchmal dann auch würgen muss. Das kommt halt einfach von damals, ne? Wo der halt in Bosnien gelebt hat und da alles auf der Mülldeponie nicht so gut war und er vielleicht auch nicht unbedingt die leichtesten Kämpfe hatte mit anderen Hunden oder Tieren. Der hat ja auch hier einmal komplett um seinen Hals drum zu so eine Narbe. Und da sagte uns auch die Tierärztin, dass es ganz gut wäre, wenn wir dem öfters mal Reis oder Kartoffeln oder sowas geben. Und das bekommt er auch. Entweder koche ich für ihn oder wenn ich halt eben keine Zeit hatte, dann für ihn zu kochen, Reis oder Kartoffeln zu kochen, dann kriegt er halt sowas, wo dann halt Reis mit drin ist. Und in seinem Hauptfutter ist halt auch Reis mit drin. Das ist für ihn immer ganz gut. Dann habe ich hier reich an Pute klassisch. Das ist auch gut. Das ist ja in dem Sinne Geflügel und Geflügel ist immer gut für Sammy. Und reich an Rind klassisch. Ja, das ist einfach, weil er Rind sehr gerne mag, ne? Er ist einfach halt ein Hund und Hunde stammen vom Wolf ab und die mögen Rind, keine Ahnung. So, das war jetzt für Sammy. Nicht allzu viel, aber ein bisschen, ich denke ja auch an meinen kleinen Schatz. So, dann habe ich so ein bisschen Deko mitgenommen und zwar einmal Home, so ein Aufsteller und Love. Es ist ja bald Valentinstag, da findest du das ein oder andere tatsächlich im DM, was dann auch so mit Love und Herzen und so, werdet ihr gleich noch mehr sehen. Die fand ich total schön, das sind so Holzaufsteller und ganz ehrlich, die haben irgendwie 2,95 Euro pro Stück gekostet. Da sagst du nicht nein, ne? Das ist total hübsch. Ja, das mag ich. Was ich mag, nehme ich mit. Dann habe ich noch so mitgenommen zwei so Hängeherzchen, einmal in rosa und einmal in grau. Das ist hohl von innen, würde ich jetzt so sagen. Ne, das hört man auch wohl. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Material das ist, aber die haben auch echt nur 1,95 gekostet und die finde ich ganz schön. Die kannst du dir entweder ins Fenster hängen oder irgendwo anders hinhängen. Auf jeden Fall habe ich diese beiden Herzen geholt, weil ich die schön fand. Und dann habe ich noch mitgenommen Motivservierten. Die sind so hellblau mit so einem Herz drauf. Ich finde sowas einfach schön, wenn ich sowas sehe. Es macht mich glücklich, es erfüllt mich mit Freude. Und ja, ich mache sowas gerne dann hier hinten dann so drauf. Jetzt habe ich gerade auch so eine grüne mit so Kreiseln und so, ja. Okay, die finde ich auf jeden Fall ganz schön. Dann durfte auch mit eine Kerze von Glade. Berry Pop, ich weiß nicht, ob das zurzeit so eine neue Edition ist oder so, weil das hatte ich jetzt gesehen und das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und die riecht richtig süßlich, frisch, wegen der Limette auch noch diese Frische mit dabei. Oh, die riecht nach Süßigkeiten. Die ist so geil. Und ich habe ja hier auch immer Duftkerzen stehen. Die hier vorne hinter mir ist jetzt eine, die riecht nach Baumwolle. Das heißt, es riecht hier gerade bei mir im Raum nach frisch gewaschener Wäsche. Das ist so cool. Genau. Und solche Kerzen mag ich. Ich mag die Optik auch total gerne. Und wenn die ausgebrannt sind, kann man sich theoretisch dann diese Gläser halt auch noch richtig auswaschen oder wie auch immer und dann hinstellen.
als irgendwas oder ein Teelicht reinmachen oder so. Finde ich total super. Und noch was aus der Dekoabteilung habe ich mitgenommen. Das ist einfach so ein Tütchen mit Herzchen drauf und das finde ich einfach schön. Das ist rosa und das sind goldene Herzen. Ich meine, ne, das ist doch total süß. Solche Geschenktüten mag ich. Kommt direkt da vorne in meinen Schrank. Ja, bei uns hat es jetzt gerade geschneit und es ist irgendwie total kalt, irgendwie minus 2 Grad. Und da kriegt man echt kalte Füße, gerade so beim Spazierengehen oder wenn man sonst so draußen ist. Und dann habe ich mir die hier mitgenommen. Das sind so Wärmesohlen, Thermosohlen gegen Kälte und Nässe. Da hast du dann dahinter so eine Aluschicht und ich habe die mitgenommen in der Größe 40-41, weil ich habe ja die Schuhgröße 41. Und dann kommt das mit in meine Stiefel und ja, weil du hast ja, wenn du von Deichmann diese Schuhe holst, die haben ja eine relativ dünne Sohle. Und ja, da kann man sowas dann ganz gut verwenden und die von Balea nehme ich ganz gerne. Die sind ja auch ziemlich günstig, könnt ihr euch mal anschauen. So, dann habe ich noch was so Nahrungsergänzung und Gesundheit. Mehr Wasser-Nasenspray durfte mit. Ja, ich freue mich, wenn meine Nase frei ist und das brauche ich auf jeden Fall dann immer mal wieder, gerade in der kalten Jahreszeit. Ich kann es nicht haben, wenn ich Schnupfen habe und meine Nase sitzt zu. Das ist furchtbar. Und dann habe ich immer gerne sowas im Backup. Ich habe mir letztens auch sowas geholt und das ist jetzt quasi das Backup vom Backup oder es geht weiter. Man weiß es nicht. Dann habe ich mitgenommen Bierhefetabletten von Sanotact sind die. Bierhefe ist gut für Haut, Haare, Nägel, ist unheimlich gesund und ein natürliches Produkt, ne, ist dann die getrocknete Bierhefe und ist in dem Sinne dann, ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Ich nehme Bierhefe jeden Tag und finde, dass es einfach auch eine gute Geschichte ist. Deswegen kann ich euch das auch mega ans Herz legen, wenn ihr Probleme mit euren Nägeln habt, dass die brüchig sind oder mit euren Haaren oder keine Ahnung, natürlich auch mit der Haut, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an und testet das gerne mal aus. Ich kann es sehr empfehlen. Ja, genau. Hier steht auch dreimal täglich, jeweils 5 Tabletten schlucken. Also es ist schon gut was, was du davon verwenden solltest. Und insgesamt sind hier 400 Tabletten drin. Schaut euch das mal an. Ja, dann habe ich mitgenommen. Ja, es ist ja bald Valentinstag, ne? Herznudeln von DM Bio. Ja, ich finde sowas ja toll, ne? Wenn du so mit deinem Freund zusammen kochst oder so, keine Ahnung. Und dann hast du Herznudeln und dann machst du da vielleicht noch eine rote Tomatensoße zu. Ne? Das ist doch ein schönes Valentinstagsessen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich mag sowas gerne. Ich finde das ganz witzig mit diesen Herznudeln. Ich hatte... kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Damals mal von meiner Freundin Nudeln in einer ganz anderen Optik bekommen. Also die kannst du ja auch bei Nanunana und so kaufen und die sind dann etwas anzüglicher. Und da haben wir uns dann Nudeln mit dem männlichen Geschlecht gemacht und gegessen. Ja, war süß, ne? Das ist aber auch schon einfach so lange her, 15 Jahre oder so. Ach, großartig. Naja, die auf jeden Fall sind dann auch mit den Einkaufswagen gewandert. Dann habe ich mitgenommen für ein Projekt, was ich vorhabe, Kupfeller, Kaisernatron. Das ist dieses Baked Soda oder Baked Soda, was man immer mal wieder in diesen Hack-Videos sieht von den Amis. Von den Amerikanern. Und das hier ist dann quasi das, was du in Deutschland kaufen kannst. Also, ja, gibt es halt auch bei DM. Und für einen Hack habe ich das mitgenommen. Und dann testen wir das mal zusammen aus, ob das wirklich funktioniert. Ja, deswegen auch nur ein kleines Tütchen. Die kannst du dir auch mitnehmen in Großpackungen. Aber nee, eins hat jetzt erstmal gereicht, weil ich ja erstmal nur den Hack ausprobieren wollte. Dann habe ich auch noch einen Tee mitgenommen. Da ist ein Fussel dran. Von Das Gesunde Plus, Inner Balance. Früchtetee mit Zink, natürlich aromatisiert, Johannisbeergeschmack. Und mit Zink. Zink ist auch sehr wichtig. Trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Also das soll dich halt auch so ein bisschen chillen, dir so ein bisschen die Ruhe geben. Und das brauche ich auch manchmal. Ja. Dann habe ich auch noch mitgenommen, weil da war ein Aufsteller und das war neu und dann musst du das mit. Von Messmer. Ausgleich. Und da sind Sonnenblumen drauf und da konnte ich nicht Nein sagen. Bei Sonnenblumen schlage ich zu. Gerade im Winter, wenn man wenig Sonne sieht, freut man sich über jede Sonnenblume, die einem über den Weg läuft. Quasi. Wohltuender Weißtee mit Sonnenblumenblüten. Natürlich aromatisiert. Ja, bin ich gespannt drauf und schaue ich mir mal an. War jetzt halt in dem Sinne nicht allzu günstig, weil das auch in so einer Limited Edition oder Neupackung oder wie auch immer war.
Keine Ahnung, aber ich wollte es mal ausprobieren. Ich mag einfach Tee. Gerade jetzt trinke ich unheimlich viel Tee. Dann war reduziert von Tee bei TTZ mit Glitzereffekt Sparkling Snowball. Ein Sprudelbad mit Vanille, Karamell und Mandarinenöl. Ja, und da ich keine Badewanne habe, ja, wird das demnächst weiter wandern. Ich hätte gerne eine, ne? Oh, das riecht so unheimlich gut. Du riechst diese Vanille, oh, und diesen Hauch von Mandarine schon drin. Karamell ein bisschen. Aber oh, es riecht mega gut. Also solche Produkte, die so gut riechen, sind für mich ein Grund, eine Badewanne einzubauen. Dann habe ich auch noch mitgenommen, weil es ja im Winter immer so kalt ist, eine wärmende Fußcreme. Also wenn man dann halt quasi nicht eben diese Thermosohlen reinmacht, weil man vielleicht zu Hause auf der Couch liegt und einfach kalte Füße hat, kann man sich die Füße eincremen mit dieser wärmenden Fußcreme. Und das ist dann eine wohltuende Wärme. Man sollte es halt nur nicht verwenden direkt nach dem Duschen, weil direkt nach dem Duschen hast du die Poren so extrem geöffnet, da brennt dir das alles weg. Das ist ein gutes Produkt und ja, ist bei mir eingezogen. Ja, dann habe ich nochmal mitgenommen von Catrice den One Minute Face Perfector, weil es einfach gut ist und ich den einfach schön finde. Ich finde den praktisch. Der ist einfach geil. Und dieses Produkt hat mich glücklich gemacht und deswegen habe ich es nochmal mitgenommen. So, dann hatte ich in einer Box, ich glaube, das war meine Glossy Box oder meine Pink Box. Ich glaube, meine Glossy Box von Botanicals Fresh Care. Diese Probe mit drin. Und die hatte ich mir direkt im Video auch in die Haare gemacht. Und ich fand die so geil. Ich habe nachher noch 2 Tage gebraucht, um dieses ganze Tütchen aufzubrauchen. Aber ich fand das so geil, dass ich mir das jetzt in groß gekauft habe. Also günstig ist das nicht. Aber naja, ich habe es jetzt nachgekauft und jetzt in groß da. Das sind 125 Milliliter. Und das andere war ja so ein kleines Prüppchen. Und ja, habe ich jetzt da. Wird verwendet. So, dann habe ich mitgenommen die Körpermilch von Kneipp, Winteredition Winterpflege mit Kupuakunuss und Vanille. Genau. Oh, richtig schön sanft und winterpflegemäßig und die wird auf jeden Fall weiter wandern demnächst. Ja, weil ich die toll finde, weil die mich glücklich macht und weil der Geruch so schön ist. Ja, und dann habe ich in der Haarabteilung etwas gesehen, was reduziert war. Und zwar von Haask das Monoir Coconut Oil. Einmal die Spülung und das Shampoo. Die beiden waren reduziert. Die habe ich mitgenommen. Die möchte ich für mich auf jeden Fall austesten. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Kokos-Fan. Aber ja, das hat sich alles so vielversprechend angehört. Und dann durften die beiden einfach mit. So. Und ich suche ja immer noch nach der perfekten Pflege für meine Haare. Ja. Es riecht richtig gut. Also ein Hauch von Kokosnuss, aber nicht so extrem, weil ich mag ja nicht so gerne Kokosnuss, aber die beiden durften dann auf jeden Fall mit. Ja. Und dann habe ich noch etwas mitgenommen. Das ist das auch von diesem Kokosnuss, von der Kokosnussreihe, das Nourishing Shine Hair Öl. Also das soll quasi wieder Glanz in die Haare bringen. Und ja, ne? Auch das gehört damit zu der Reihe. So, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin irgendwie bei den Tonern und so ein bisschen eskaliert. Naja, ich habe von Lovely nochmal diesen Skin Toner mitgenommen, weil ich hatte den ja schon mal verwendet und fand den super gut. Da scheiden sich die Geister. Manche sagen, dass man, dass es wirklich gebrannt hat im Gesicht. Bei mir war das super angenehm, super soft, aber ich habe ja auch eine relativ gute Haut, was mein Gesicht angeht. Mache ja auch immer meine Maskenwochen und so. Das kann ja auch nicht jeder in dem Sinne machen, wenn die Haut zu empfindlich ist. Meine Haut verträgt das definitiv und sehr, sehr gut. Und meine Haut ist davon auch richtig schön geworden. Ich habe in der Zeit, wo ich das verwendet habe, fast keine Pickel gehabt, keine Unreinheiten. Also das hat wirklich geholfen. Das ist ja dieses berühmte von Paola Maria mit dem Manuka-Honig. Und ja, also ich fand es super und deswegen habe ich mir das auch nachgekauft. Dann habe ich noch zwei Micellenreinigungswasser mitgenommen. Einmal von BB, das sanfte Micellenwasser, entfernt selbst wasserfestes Make-up.
Das wollte ich mal ausprobieren. Reinigt besonders sanft und revitalisiert die Haut. Und der Grund, weswegen ich das gekauft habe, ist, dass hier draufsteht mit Rosenwasser. Denn ich hatte die Wahl zwischen dem hier und Rosens. Rosens habe ich ja schon verwendet mehrfach und fand das super. Es ist halt relativ teuer mit irgendwie 12 Euro oder so. Und das hier hat irgendwie 3 Euro oder so gekostet. Ich habe euch das ja eben eingeblendet. Das war echt günstig, ne? Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du das mal mit und probierst das aus. Vielleicht ist es halt dann ein gutes Dupe dazu oder so. Und vom Geruch her ist es deutlich sanfter als das von Rosens. Das von Rosens ist halt sehr extrem. Ich mag's, ne? Also für mich ist es sehr, sehr lecker. Ja, ich trinke das auch manchmal. Nein, sehr angenehm. Und das hier ist noch sanfter, noch ein bisschen blumiger, aber ja, weil Rosens riecht so ein bisschen halt wie Rosen, die du etwas länger liegen lassen hast und dann halt in der Hand zerquetscht hast. Und das riecht wie frisch Rose quasi. Ja, wollte ich ausprobieren. Und dann habe ich noch ein Micellen-Reinigungswasser mitgenommen von Balea. Das ist wirksame Reinigung für Gesicht, Augen und Lippen mit Orangenblütenwasser. Ja, auch das wollte ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie verwendet, tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe schon so viele ausprobiert. Und das riecht ein bisschen frischer. Das riechst du halt, ne? Dass das irgendwie so ein bisschen orangenblütenmäßig wohl riechen soll. Aber naja, ohne Parfüm und Alkohol. Riecht aber trotzdem ein bisschen nach Orangen. Naja, egal. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, dann habe ich schon mehrfach gehört, dass diese Larif-Düfte quasi Dupes sein sollen zu den originalen Düften. Und da habe ich mir jetzt einfach mal eins gegönnt. Und zwar ist das hier das Larif Cash. Und das soll ein Dupe sein zu dem Paco Rabanne 1 Million, glaube ich, For Woman. Und das können wir jetzt hier mal austesten. Ich habe es auch im Laden schon gerochen und fand das wirklich gut. Ich muss sagen, dass ich noch nie dieses Paco Rabanne 1 Million For Woman hatte, aber es stand im Laden. Und ich habe beide gerochen und fand es doch sehr ähnlich, ne? Naja, also der Flakon ist schon mal sehr, sehr hübsch, ne? Also den finde ich definitiv dekorativ. Den mag ich auch gerne leinen. Ich mag dieses Bömmelchen hier oben drauf. Den Verschluss, das Bömmelchen. Und ja, gucken wir mal. Genau. Ist auch Plastik, glaube ich, und nicht Glas. Oh, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich Glas. Und das fühlt sich an wie Plastik. Das ist nicht so schwer. Naja, egal. Wir probieren mal. Na, lassen wir das erstmal ein bisschen wehen, weil ja, das Erste, was man riecht, ist meistens nicht das, was man riecht, wenn man es drauf hat. Oh, das riecht echt gut, ja. Also ich habe gehört, dass diese Larif-Düfte schon richtig gute Dupes sein sollen, aber dass die halt nicht so lange halten. Das werde ich ausprobieren. Bin ich mal gespannt, aber ja, ganz ehrlich, du hast hier für 5,95 € 90 Milliliter. Und wenn das ein Dupe ist, dann sprühe ich mir das auch gerne dreimal mehr auf, muss ich gestehen, weil das kostet ja nur ein Zehntel. Noch weniger. Huch, noch weniger als ein Zehntel, ne? Also von daher, es riecht einfach richtig, richtig gut. Also schwer in dem Sinne, ja, aber gut. Ja, intensiv nach Parfüm. Ja, ich glaube, der beschreibt Düfte. Läuft. Naja, auf jeden Fall finde ich toll. Und die Verpackung finde ich auch irgendwie witzig, aber kommt bei mir eigentlich immer dann direkt, ups, Entschuldigung, in den Müll. Ne, weil brauche ich nicht. Zack, ich brauche nur das. Im Prinzip brauche ich nur den Inhalt. Aber es soll ja auch schön im Kosmetikschrank aussehen, ne? So, ein bisschen was habe ich noch. Und zwar habe ich mir von Evelyn zwei Haarreifen mitgenommen, weil ich ja auch vorhabe, demnächst das ein oder andere Mal mehr zu schminken. Und ich habe auch vor, mir Frisuren zu machen und nicht immer nur mit meinem Bommel durch die Gegend zu rennen. Zum einen habe ich hier so einen Haarreifen, der etwas dicker ist. Und den nehme ich dann halt so zum Schminken. Kann ich jetzt schlecht drauf machen, weil da halt das Moped dran ist. Ne? Und weil ich jetzt eine Frisur habe. Ich versaue mir damit alles. Nein, ich lasse das jetzt erstmal. Werdet ihr noch oft genug sehen. Ich habe auch tatsächlich nach solchen fancy Haarreifen gesucht, aber die gab es nur in der Kinderabteilung und die sind mir einfach zu klein, weil ich so einen riesengroßen Eierkopf habe. Ja, das passt dann nun mal nicht rum zu. Ist halt so, das ist die Genetik. Ja, aber den fand ich ganz süß. Ist halt ein schlichter schwarzer Haarreifen. Kann man nicht viel zu sagen. Und bei dem anderen ist es so, dass du dir da verschiedene Frisuren mitmachen kannst. Und das fand ich cool. Du kannst ihn entweder, ja, so eine Frisur habe ich nicht. Also entweder kannst du dir den einfach so tragen, dass du dann
quasi deine, du machst den Haarreif drauf und dann fuddelst du die ganzen Haare da rein und hast dann hinten so ein Moped. Eine Haaransammlung? Ich weiß nicht. Halt, ne, habe ich auch schon öfters gemacht mit irgendwelchen Haarbändern, aber die haben mich genervt, weil die irgendwann hier wehgetan haben, weil ich habe die immer hier getragen. Sah ganz schön aus, aber tat irgendwann echt weh. Und dann habe ich mir gedacht, dass das hier vielleicht eine bessere Alternative ist. Das ist auch so ein zweigeteilter Haarreifen. Ja, ist dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen angenehmer. Oder ich kann ihn einfach so mit dem Pferdeschwanz tragen oder halt mit offenen Haaren. Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall mal austesten. Dann werdet ihr mich vielleicht in den nächsten Videos mal mit einer anderen Frisur sehen, die ihr vorher noch nie bei mir gesehen habt, die ich auch vorher noch nie bei mir gesehen habe. Mal gucken. Ja. Ach, guck mal, da gibt es sogar. Da gibt es sogar Bezeichnungen für ein Roll-up-Haarreif, wenn man das so reinrollt. Ein falscher Bob, den Haarreif so aufsetzen, dass das elastische Band unter dem Haar liegt, das Haar um das elastische Band wickeln und feststecken. Ach so, dass ich dann quasi meine Haare und dann habe ich die nur so lang. Nee, das mag ich nicht leiden an mir. Oder ein Zopfhaarreif. Naja, ich guck mal. Ich werde es mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Dann war ich noch ein bisschen in der Beauty-Abteilung und dann sind wir auch schon fast durch. Und zwar habe ich von Balea dieses Q10 Antifaltenkonzentrat mal mitgenommen. Das fand ich auch ganz interessant. Ich finde, ich habe ja diese Augenpatches und finde die ganz gut. Und ja, dann auch mal das Konzentrat mitgenommen. So, dann habe ich hier nochmal die Beauty Therapy Folientuchmaske mitgenommen, weil ich die in meinem letzten Maskenvideo verwendet habe und die richtig, richtig gut fand. Und dann habe ich nochmal von Neutrogena die Hydro Boost Hydrogel Maske mitgenommen mit Hyaluronsäure. Und die habe ich mitgenommen, weil die von Neutrogena nun mal meine Lieblingstuchmasken, Gelmasken sind und die dann weiter wandern darf. Mal. Irgendwann. Ja, das war's auch schon. Das war mein kleiner, aber feiner DM-Haul, wo ich hauptsächlich Sachen gekauft habe, die weiter wandern oder die in. Oh, ich rieche gerade. Oh, das riecht jetzt richtig gut. Also die Herznote ist mega geil. Oh, ich kann das nicht beschreiben, Leute, aber es riecht wirklich gut. Dann habe ich auch noch Sachen mitgenommen, die ich demnächst für mein Hack-Video verwenden wollte. Live-Hack-Video. Seid gespannt, es wird demnächst mal online kommen, aber ich muss mir noch ein bisschen Gedanken machen und ein bisschen das machen. Ja, genau. Bin ein bisschen verplant. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so mit euch zusammen gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload und auf der Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!